Vor 14 Jahren erschien der Spieleklassiker Dungeon Keeper, ein schwarzhumoriger Kerkersimulator. Und wenn man den 2011 neu auflegen wollte, dann sähe er in etwa so aus. Dieses Spiel heißt Dungeons, stammt vom deutschen Studio Realmforge und ist zwar deutlich von Dungeon Keeper inspiriert, aber trotzdem keine bloße Kopie. Das Grundprinzip funktioniert deutlich anders als im Vorbild. Leider, so viel vorweggeschickt, denn Realmforges eigene Ideen zünden nicht recht. Während man im ursprünglichen Dungeon Keeper lästige Helden loswerden musste, sind sie in Dungeons hoch willkommen. Denn der Kerker, den man im Spiel errichtet und verwaltet, ist eine Art Freizeitpark für edle Recken, die sich dort möglichst wohlfühlen sollen. Die Abenteurer wollen Schätze sammeln, Magier wollen in Bibliotheken arkanes Wissen finden, Krieger freuen sich über bessere Ausrüstung aus Rüstkammern. Und natürlich kloppen sich Helden gern mit Kreaturen, die im Gewölbe flanieren. Um die muss man sich nicht kümmern, die Monster setzt man genauso als Einrichtung ins Gemäuer wie Schatztruhen oder Buchregale. Erst wenn die Helden völlig zufrieden sind, kommt der fiese Dreh, wir hauen sie um und stecken sie ins Gefängnis, um ihnen Seelenenergie abzupressen. Mit dieser Währung lässt sich der Dungeon weiter verbessern. Man muss also ein Auge auf die flanierenden Gäste haben, sonst tapsen die auch mal in unerwünschte Gebiete und befreien zum Beispiel Gefangene oder wiegeln in Gesprächen Berufskollegen gegen uns auf. Das war es im Großen und Ganzen auch schon an Spielmechanik. Als Kerker-Architekt macht man wenig mehr als Kreaturenschätze, Bibliotheken und Rüstkammern über das Dungeon zu verteilen und dann reife Helden zu ernten. Meister. Das simple Spielprinzip kaschiert Dungeons durchaus engagiert mit Story-Elementen. Als große Rahmenhandlung geht's um Rache an der verräterischen Dämonenschurkin Calypso, die sicher nur zufällig genauso heißt wie der Publisher des Spiels. Die Levelkarte stammt vom Vorbild Dungeon Keeper. Hier erzählen kleine Geschichtchen, worum es in der jeweils nächsten Mission geht. Meister, ihr kommt gerade rechtzeitig. Innerhalb der Levels versorgt uns unser Ratgeber Mr. Sidekick mit Informationen und Aufgaben. Die sind abwechslungsreich und werden nett in Szene gesetzt, etwa wenn wir an einem Grab Blumen gießen oder gegnerische Dungeon-Herzen zerstören. Sogar Bosskämpfe stehen auf der Tagesordnung. Vieles davon wird aber arg gestreckt, etwa wenn wir in vier Kellern jeweils rund ein Dutzend Möbel zerhauen sollen und dabei regelmäßig von Helden angegriffen werden. Solche Wiederholungen gibt's ständig. Dungeons sieht für ein Aufbauspiel ansehnlich aus, wobei vor allem die netten Animationen und die passend schummrigen Lichteffekte gefallen. Der stufenlose Zoom hilft bei der Übersicht. Auf Wunsch springen wir sogar in die Verfolgeransicht hinter unserem Dungeon Lord, die Hauptfigur. Auch diese Bodenperspektive ist von Dungeon Keeper abgeschaut, bringt in Dungeons aber nicht viel, da man den Helden sowieso direkt steuert, auch aus der Draufsicht. Schön, alle paar Levels betritt man eine neue Dungeon-Ebene, was das Grafikset ändert und eine neue Auswahl an Monstern beschert, etwa diese Riesenkröten. Auf der Negativseite stören die langen Ladezeiten trotz selbstironischem Hilfetext. Unsere Testversion litt darüber hinaus unter Bugs wie Abstürzen oder diesem kuriosen, eingefrorenen Spiel, in dem sich im Dungeon nichts mehr bewegt. Dungeons ist ein solides Aufbauspiel, aber bei weitem kein würdiger Nachfolger für Dungeon Keeper. Dafür gibt's für den Dungeon Manager zu wenig taktischen Spielraum, weil die Bauoptionen stark beschränkt bleiben. Dazu fehlt dem Spiel Tempo und Fluss, immer wieder bremsen die viel zu langsam grabenden Goblins, Warterei auf die trägen Helden und Leerlauf den Fortgang aus. Auch die Balance wackelt, der Dungeon Lord als Heldenschlechter ist zentral wichtig und lässt sich sogar mit Grundwerten und Talentbäumen aufrüsten, bleibt aber dennoch zu schwach. Zwei Helden gleichzeitig genügen meist, um ihn umzulegen. Im Aufbaupart gibt es trotz vollem Konto zu schnell nichts mehr zu tun. Im Gegenzug bemüht sich Realmforge um Abwechslung bei den Missionsaufgaben, was zusammen mit dem netten Humor über manche Durststrecke hinwegtröstet. Auf die Heldentore auf! Ja.